Dir sind schlimme Dinge passiert. Mitch! Katrina! Und jetzt willst du die bösen Terroristen töten. Ja, Sir. Vince wrote American Assassin as the prequel to all the books. We thought that was a great way to try and really grow somebody into the role of Mitch Rapp. It was really important to me to try to get the origin story of this character right. He's fierce and feral and filled with untapped vengeance. Those things that make a perfect assassin. 3, 2, 1, action! There was a long push and pull in our own minds of what is the right version of a young Mitch. Und du glaubst, das reicht, um in meine Auswahl zu kommen? It was important for me to cast someone who felt like your typical American kid. But you believe that he can kick ass. You had to have a guy who was emotionally accessible enough Smile. To transition to the guy who's picking up a gun and deciding right and wrong. And that's when we came upon Dylan. He's the age of the character for real. We got him right at the right time of his rite of passage as a young man. Dylan's really a good actor. He's hungry and it's infectious. Was glaubst du, tun wir hier, Rap? Menschen töten, die es verdient haben. This movie has insane fight scenes. It's non-stop action. We devised a whole way of building him up to becoming an operative. It's very important to get military and tactical training right. We have to prep him not only in terms of size and musculature, but also movement. Zielperson eliminieren. Ja, Sir. This guy is our American badass. This guy's our hero. This character is an opportunity to touch on something that's current and authentic. You can't ask for anything else as an actor. Fans will be pleased with Dylan O'Brien playing Mitch Rapp because he's definitely a new kind of action star. Erschießt ihr einen Gegner, gibt's einen Punkt. Verfehlt ihr ihn, bekommt ihr einen Stromschlag. Erschießt ihr eine falsche Person, bekommt ihr einen stärkeren Stromschlag. Wenn ihr getroffen werdet, naja, ihr werdet schon sehen. Bereit? Also, was wissen Sie noch über den Tod Ihrer Eltern? Ein Autounfall. Ich war 14. Danach hatten Sie ein Autoritätsproblem. Sie wurden aus 3 Internaten rausgeworfen. Reden wir über den Tag am Strand. Katrina, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Was ist passiert? Katrina! Danach haben sie alles aufgegeben. Oder Mitch? Nein, nicht alles. Was war ihr Plan, Mann so zu töten und so seine Terrorzelle auszulöschen? Für den Anfang, ja. Mir gefällt, was sie wollen. Ich weiß genau, wie ich Ihnen helfen kann. Was muss ich über den Kerl wissen? Er ist ein Krieger. Ich kenne keinen besseren. Dir ist was Schlimmes passiert. Und jetzt willst du die bösen Terroristen töten. Und du glaubst, das befähigt dich, in meine Auswahl zu kommen? Wenn wir kämpfen, Sie und ich, Mann gegen Mann, werden Sie schon nach 20 Sekunden wissen, ob ich Ihr Auswahlverfahren überstehe. Und? Einverstanden? Töte mich. Ihr glaubt, so könnte man jemandem die Kehle durchschneiden? Nur im Film.
Was glaubst du, tun wir hier? Menschen töten, die es verdient haben. Da draußen seid ihr Geister, ihr existiert nicht. Er ist bereit, Stan. Nein, ist er nicht. Aber er wird es sein.